Ich habe zufällig mitbekommen, dass er nach Überarbeitung die Mappe in Ansgars Büro legen will. Na, wen haben wir denn da? Hallo? Felix. Wenn du mir helfen willst, dann lass mich einfach gehen. Hi, Robin. Was ist denn los? Ist das so ein bisschen Robin verliebt? Ja. Hast du ein Problem damit? Wieso denn? Wir sind doch Freunde. Und dass wir nur Freunde sind, ist okay für dich? Ja, klar. Du kannst dich verlieben, in wen du willst. Ich hab nicht gesagt, dass ich das will. Bitte? Ich hab mich in Robin verliebt. Aber am liebsten wollte ich den Typen auf den Mond schießen. War ja auch echt link, wie er dich da behandelt hat. Vielleicht hat Vanessa recht, dass ich immer nur auf die Typen abfahre, die mich mies behandeln. Aber dass sich Robin als Kevin ausgegeben hat, nur um mich ins Bett zu kriegen, das werde ich ihm nie verzeihen. Und zwischen Robin und mir wird auch nie was laufen. Das schwöre ich. Das verstehe ich. Frau Jones, Sie enttäuschen mich. Ich könnte ja natürlich auch den Sicherheitsdienst rufen lassen. Die Männer sind für jede Abwechslung dankbar. Ja, bitte. Ah, Silvia, schön, dich zu sehen. Der Ordner kann wieder zurück in den Safe. Mein Vater wird ihn morgen brauchen. Vor deinem nächsten Shooting solltest du etwas besser hinsehen. Streng vertraulich. Nur zum internen Gebrauch. Ja, ein Strategiepapier über den Erwerb eines größeren Aktienpaketes. Ja, an der Börse sind solche Infos eine Menge Geld wert. Und wer sich sowas beschafft, der will doch den Ladenscheins schaden. Oder haben Sie eine andere Erklärung? Das war also eine Falle. Mhm. Und du bist reingetappt. Stimmt nicht einfach, das Schneiders zu managen, während meine Schwester im Urlaub ist. Och, ich habe alles im Griff. Ist auch irgendwie ein bisschen ruhiger. Ja. Guten Abend, die Herren. Frau Schneider, schön, dass Sie wieder da sind. Na? Jetzt kommt wieder Leben in den Laden, ne? Ach ja. Schneider? Hallo, ist da jemand? Aufgelegt. Naja. Bestimmt hat sich derjenige verwählt. Ja, aber so geht das jetzt schon seit Tagen. Vielleicht ist das irgendein Spinner. Lars, du weißt genau, wer dahinter steckt. Charlie, bevor du weiter gegen Tanja Front machst, solltest du jede denkbare Möglichkeit in Betracht ziehen. Wohl auch die, dass ich Verfolgungswahn habe. Das hast du gesagt. Hör zu, ich habe in diesen Tagen mit Arno telefoniert. Leider hat er durch das Kongresszentrum viel zu tun, sonst hätte er mir geholfen, Beweise zu finden. Ach, und jetzt hast du an mich gedacht. Nein, glücklicherweise kenne ich jemanden, der nah genug an Tanja rankommt, ohne mit ihr im Bett zu landen. Seit wann denkst du denn, dass es Männer gibt, die sich beherrschen können? Vergiss die Männer. Ich dachte an Cecile. Was hat denn Cecile mit Tanja von Anstetten zu tun? Durch die Arbeit im Auktionshaus hat sie viel mit der Holding zu tun. Es wäre für sie ein leichtes, Tanja auf die Finger zu sehen. Und dann? Und dann hilft Cecile mir, Beweise zu finden. Tanja hat so viel Dreck am Stecken, da werden wir schon was finden. Frau Jones sprachlos, dass ich das nacherleben darf. Sie freuen sich zu früh. Ich weiß, dass Ihr Kongresszentrum illegal finanziert ist und ich werde es beweisen. Das sind doch alles nur Sprüche. Ich hingegen weiß, dass Sie in der Holding herumgeschnüffelt haben. Und im Gegensatz zu Ihnen kann ich es auch beweisen. Hören Sie doch auf, damit werden Sie nicht durchkommen. Und Frau Jones, Sie wollen doch jetzt nicht emotional werden. Seien Sie doch froh, dass ich Sie nicht anzeige. Hm?
So, die Unterlagen sind wieder im Safe. Na, wie schön. Dann wäre ja alles besprochen. Ach, ich's vergesse. Sie sind natürlich gefeuert. Für so illoyale Mitarbeiter ist in der Landstein heute kein Platz. Was wohl Ihr Vater dazu sagen wird, wenn er erfährt, dass Sie in Eigenregie Mitarbeiter entlassen? Ich würde denken, die Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Ja, mag sein. Dennoch würde ich dieses Thema gerne mit Ihrem Vater besprechen. Alle Achtung, Sie haben Mumm. Ist doch alles nur Show. Na, wie dem auch sei. An Ihrer Stelle würde ich die Idee ganz schnell wieder vergessen. Ich weiß, wie er über Vertrauensmissbrauch denkt. Das soll er mir am besten selbst sagen. Im Übrigen freue ich mich darauf zu hören, was er zu meiner Begründung sagt. Na, immer noch am Pauken? Was? Hm? Wenn du eine Frau wärst, würdest du dich dann in Robin verlieben? Du meinst, wenn ich dich nicht haben kann? Und ich reiß mir sonst was für Coco auf und sie verliebt sich ausgerechnet in ihn. Das ist nicht fair. Willkommen in der Wirklichkeit. Und ohne mich wäre Robin auch gar nicht an Coco rangekommen. Columbus hat Amerika entdeckt. Durfte er es behalten? Was ist denn das für ein Scheißvergleich? Weißt du, was dein Problem ist? Dein Ego kann es nicht ertragen, dass Coco dir den Laufpass gegeben hat. Du willst sie nicht wirklich. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Schön, dass du mich mal wieder besuchst. Ja, ich freue mich auch. Ich muss unbedingt etwas mit dir besprechen, Cecile. Es geht um... Ich sag's dir später. Guten Morgen, Charlie. Ach, guten Morgen. Frau Schneider, wie schön. Sie möchten mit uns frühstücken? Ja, gerne. Mal schauen, was die Konkurrenz so zu bieten hat. Du siehst so erholt aus. Warst du im Urlaub? Ja, ein paar Tage. Vielleicht solltest du dir doch noch freinehmen. Lieb, dass du dir Sorgen machst, aber ich fühle mich wirklich schon viel besser. Mit einer Rauchvergiftung ist nicht zu spaßen. Ja, ich habe auch immer noch so ein Kratzen im Hals. Machen Sie sich da keine Sorgen, das vergeht in ein paar Tagen. Ach, du weißt das ja noch gar nicht. Im Stall ist Feuer ausgebrochen. Was? Ja. Frau von Anstetten hat Cecile das Leben gerettet. Ach. Jeder hätte so gehandelt. Ja, jeder andere. Ich will dich nicht langweilen. Erzähl doch ein bisschen vom Urlaub. Vielleicht beim Frühstück oder danach bei mir oben. Du wohnst hier? Ja. Graf Landstein war so freundlich, meine Gäste-Suite zur Verfügung zu stellen. Sag mal, musst du nicht längst in der Schule sein? Betriebsausflug, ich hab frei. Ach, und was war gestern? Bombenalarm. Guten Morgen, Silvia. Guten Morgen, Elisabeth. Ist was passiert? Sie erinnern sich an diese rote Mappe? Der junge Graf und Bernd von Beinbach haben mir eine Falle gestellt. Und ich bin auch noch reingetappt. Was machen Sie jetzt? Ich werde jetzt mit Johannes von Lahnstein sprechen. Ja, aber wenn Sie ihm jetzt von den Machenschaften seines Sohnes erzählen, dann sieht es doch aus wie eine Retourkutsche. Im Computer von Mr. Rush befinden sich keine Zahlungsanweisungen an die Lahnsteinbank. Johannes von Lahnstein hält mich für loyal. Ich muss ihn davon überzeugen, diese Spur weiterzuverfolgen. Ob er Ihnen das noch glaubt? Er muss. Morgen. Kann ich einen Kaffee kriegen? Sergeant, fragst du. Sonst nimmst du dir doch auf, was du willst. Felix, wie oft noch? Das war alles nicht geplant. Man muss uns beide total verarscht. Du hast doch jetzt, was du wolltest. Coco und ich, wir lass sind uns doch zum See fahren. Aber erst cremst du mir den Rücken ein, okay? Klar, super. Also wenn du möchtest, kann ich dir auch Abzüge davon machen lassen. Nein, nicht nötig. Einen schönen Tag noch. Ebenso.
So, meine Patienten warten auch. Ach, könnten Sie mir vorher noch was gegen diese höllischen Kopfschmerzen geben? Selbstverständlich. Was mit dir? Ich brauche nichts, danke. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr mein Kopf brummt. Tja, wenn Sie möchten, kann ich Sie gerne noch mal untersuchen. Ach ja, vielleicht. So, und Tanja hat dir also das Leben gerettet. Wie es aussieht, ja. Was hältst du von der Variante, dass sie den Brand gelegt hat? Also, die Polizei hat den Stall untersucht und nichts gefunden, was auf Brandstiftung hinweist. Wir müssen sie aus der Reserve locken. Wir. Hör zu, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wenn sie hier wohnt, wir installieren eine Wanze in ihrem Zimmer. Wir lassen sie überwachen, Tag und Nacht, bis sie einen Fehler macht. Schätzchen, dann wirst du sehen, dass ich recht habe. Bist du deshalb gekommen? Cecile, wir müssen handeln, bevor noch ein Unglück geschieht. Tanja hat mir das Leben gerettet. Und als Dank dafür soll ich ihr hinterher spionieren? Ich habe Frau Jones natürlich sofort gekündigt. Kündigungen bezüglich meiner Geschäftsführer spreche ich immer noch selbst aus. Ihr Verhalten ist unentschuldbar. Deswegen... Ja, bitte. Frau Jones, Herr Graf. Ich lasse bitten. Guten Morgen. Frau Jones. Ich würde gerne unter vier Augen mit Ihnen sprechen. Ist das Ihre? Ja, aber das ist genau der Punkt, worüber ich... Haben Sie damit die Übernahmepläne fotografiert? Graf Lahnstein, ich würde gerne unter vier Augen mit Ihnen über dieses Thema sprechen. Haben Sie mit dieser Kamera die Übernahmepläne fotografiert? Ja. Ich kann Ihre Bitte nicht entsprechen. Zwischen meinem Sohn und mir gibt es keine Heimlichkeiten. Ach, dann hat er Ihnen schon erzählt, dass über Ihre Bank im großen Stil Geld gewaschen wird. Wie bitte? Falls nicht, hole ich das gern nach. Ist das geil. Also mir wird es echt nichts ausmachen, dir den Rücken einzucremen. So leicht kriege ich keinen Sonnenbrand mehr. Na gut. Da? Ja. So, dann hilf mir mal. Bin echt mal gespannt, was heute Abend im Club abgeht. Party pur natürlich. Ja, dann sollten wir Robin am besten ins Kino schicken. Ich meine, sonst zieht er die Leute mit seiner miesen Laune nur runter. Mhm. Früher oder später merkt er sowieso, dass wir ihm nur was vorspielen. Später kann er ruhig was merken. Aber jetzt halt ihn erstmal auf Abstand. Ich meine, solange er denkt, dass zwischen uns was läuft. Also du willst nicht, dass Robin glaubt, wir hätten... Ach, mir ist scheißegal, was Robin denkt. Außerdem haben wir doch schon mal miteinander geschlafen. Das ist schon länger her. Hast du Lust? Klar. Aber ich warne dich, ne? Ich hab heimlich geübt. Au. Ich kann dich also nicht umstimmen. Charlie, ich weiß, du hast David geliebt, aber dass Tanja ihn verführt hat, nur um dir weh zu tun. Genau so war es. Aber David trifft mindestens genauso viel Schuld. Falls man bei sowas überhaupt von Schuld reden kann. Ja, ich will mich auch nicht mit dir streiten. Vielleicht hast du ja recht. Und ich schiebe ihr die Verantwortung für etwas zu, was früher oder später sowieso eingetreten wäre. Ja, vielleicht. Komisch. Ach, ich könnte schwören, ich hatte einen Schal dabei. Ich muss eigentlich schon lange im Auktionshaus sein, aber... Ja, ich bitte dich, dann geh doch. Ich gehe nur noch mal schnell ins Esszimmer, ja? Okay, mach's gut. Einen schönen Tag. Tschüss. Na, 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 Charlie. Ich, was machen deine Kopfschmerzen? Zum Esszimmer geht's da lang. Rush hat nicht einen Cent an die Lahnsteinbank ordnungsgemäß verbucht. Seine Zahlungen existieren nicht. Frau Jones, alles, was Sie bis jetzt vorgebracht haben, sind nichts als haltlose Verdächtigungen. Und woher wissen Sie das eigentlich so genau? Rush hat Sie doch nicht etwa mit seiner Buchführung beauftragt? Ich habe mir Zugang zu seinem Computer verschafft. Aber ist das nicht, wie sagten Sie so schön, illegal? Rush hat sein Computernetzwerk aufwendig geschützt.
Seit wann macht man sich strafbar, wenn man Antivirensoftware installiert? Sie scheinen mir ein merkwürdiges Rechtsverständnis zu haben, Frau Jones. Er hat die Spur bis nach Düsseldorf zurückverfolgt. Er wollte den Hacker finden. Nicht wirklich ungewöhnlich. Und taucht plötzlich selbst hier auf. Elisabeth Brandner wird Zeugin eines Treffens auf der Baustelle und wird niedergeschlagen. Sie wurde überfallen, zufällig zu dem Zeitpunkt, als Rush sich vor Ort von den Baufortschritten überzeugen wollte. Ein merkwürdiger Zufall. Finden Sie nicht? Sie haben eine blühende Fantasie, Frau Jones. Ich halte mich da lieber an die Fakten. Das gibt eine recht einfache Erklärung. Oh, wie schön, ich höre. Frau Jones wollte sich einige Insider-Informationen verschaffen, um etwas Geld an der Börse zu verdienen. Das ist nun wirklich kompletter Blödsinn. Bitte bedenken Sie, was ich sage. Frau Jones, Sie sind bis auf Weiteres von Ihrer Position als Geschäftsführerin freigestellt. Wollte ich Sie nicht gleich entlassen? Ich sagte freigestellt. Allerdings behalte ich mir weitere Schritte vor. Sie werden sehen, dass ich recht habe. Sie sind im Begriff, Bitte, Ihr... Frau Jones. Sie haben mich schwer enttäuscht. Wo habe ich den nur hingelegt? Na, Charlie, was hast du denn gesucht? Du hast den Brand gelegt, stimmt's? Um dich als Lebensretter zu präsentieren. Du solltest vorsichtiger mit deinen Anschuldigungen sein. Wie leicht kann auch in deiner Wohnung ein Feuer ausbrechen? Und wer weiß, ob rechtzeitig Hilfe zur Stelle ist. Ich kann nicht überall sein. Was willst du? Ich würde ja sagen David, aber den hatte ich ja schon. Geld. 100.000? Nein, sagen wir 2. 200.000, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Du wirst deine Ruhe bekommen, meine Liebe. Aber erst, nachdem du alles verloren hast. Ach, nimm doch den Mund nicht so voll, Tanja. Ich werde deine ganze spießige Existenz vernichten, Stück für Stück. Und du denkst, das lasse ich mir einfach so gefallen, ja? Du wirst nichts dagegen tun können. Denn keiner wird dir glauben und keiner wird dich hören. Spar dir das Geld lieber für ein gutes Begräbnis. Tanja! Frau Kepler, Frau Schneider wollte gerade gehen. Ich begleite Sie hinaus. Danke, Frau Kepler. Wie Sie wissen, kenne ich den Weg. Meine Liebe, wir sehen uns. Das Leben kann echt geil sein. Entschuldigung? Ist der Platz da noch frei vielleicht? Danke sehr. Oh. Oh, schön. Kevin hat nie nachgefragt, wenn er was wollte. Wahrscheinlich sind Robin und er geklont oder so. Was wohl noch mehr gibt von dieser Sorte? Ach, die ganze Welt ist voller Robins. Und Kevins. Und voll von diesen verdammten Stechen. Sag mal, bist du bescheuert? Schwein! Okay, okay. Unentschieden. Oh, Lars, gut, dass du noch da bist. Lass mich raten. Weiblicher Vorname, 5 Buchstaben? Diesmal hat sie es mir ins Gesicht gesagt. Charlie, bitte. Ich muss in die Uni. Ich habe gleich ein wichtiges Referat. Ich habe ihr Geld geboten, damit sie mich in Ruhe lässt. Charlie, bitte. Merkst du eigentlich nicht, wie lächerlich du dich mit deinen Geschichten machst? Lars, du bist meine letzte Hoffnung. Lass du mich jetzt nicht auch noch im Stich. Heißt das, Cecile wollte sich auch nicht überreden lassen? Tanja hat es irgendwie geschafft, dass Cecile sich begreifst du eigentlich nicht, was passiert? Deine Freunde wollen dir helfen, aber du musst dir auch helfen lassen. Ach, niemand will mir helfen. Wenn du ein wirkliches Problem hättest, würde dir jeder helfen. Aber gegen deine Hirngespinste sind wir doch alle machtlos. Lars, wenn erst etwas Schlimmes passiert ist, wird es dir leid tun, dass du mir nicht geglaubt hast. Entschuldige, aber damit macht man keine Scherze. Das war auch kein Scherz. Zum Schneiders, bitte. Frau von Anstetten. Frau Jones, ich kenne Ihre Vorwürfe gegen Frau von Anstetten. Wenn Sie so mutig sind, dann seien Sie es doch auch in meiner Angelegenheit und glauben Sie mir. Danke für Ihren Ratschlag. Ja, Sie sollten ihn ernst nehmen. Und da wir gerade bei guten Ratschlägen sind, Ihre wilden Anschuldigungen behalten Sie auch in Zukunft besser für sich. Sonst werden Sie sehr schnell erkennen müssen, warum unsere Anwälte zu den Besten ihrer Zunft zählen. Ich habe gehört, beim Baromide sucht er einen neuen Geschäftsführer.
Tja, wie es aussieht, darf ich mal wieder ran. Du machst mir nichts als Arbeit. Ich stelle dann auch dein Zeugnis aus. Das wird richtig positiv. Sie hat sich ihren Fähigkeiten entsprechend bemüht. Ich kann das so schnell was in die Pfanne hauen. Ja, oder wir lassen einfach was kommen. Oder wir ernähren uns von Luft und Liebe. Cool. Na? Eifersüchtig? Arschloch. Coco sieht das anders. Sie kennt dich einfach noch nicht. Da fühl ich umso besser, ne? Jetzt reicht's mir! Spinnst du jetzt total? Hallo, ich hätte gerne ein Wasser. Oh, gefällt es dir im Schneiders etwa nicht mehr? Ich setze mich an einen Tisch da vorne. Frau Schneider? Ja. Schönen Tag noch. Danke. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Mann, ich habe das echt nicht gewollt, aber Felix, der... Es kühlt, dann geht die Schwellung schneller weg. Danke. Ich... Das interessiert mich nicht. Das ist mir auch scheißegal. Robin hat, Felix hat. Ich hab keinen Bock mehr auf euer Rumgezicke. Ich zieh aus. So geht es weiter. Langsam wird sie mir aber zu selbstbewusst. Wenn wir sie wirklich in den Wahnsinn treiben wollen, dann müssen wir härtere Bandagen anlegen. Was hast du da gedacht? Glaubst du nicht ernsthaft, dass ich dir helfe, Coco am Ausziehen zu hindern? Doch, ganz kurz habe ich das sogar. Aber dann ist mir eingefallen, dass es ja super für dich sein muss, wenn sie weg ist. Du kannst sie nicht haben, also warum sollst du sie mir gönnen? Dir gönnen, Felix.